Die Kellnerin hat mich nicht angelächelt, als sie mir das Essen gebracht hat. Ein Stern! Halt's Maul! Leute, was ist los? Ihr habt mein Olli verpasst. Och, wir checken unsere persönliche Review auf Yelp. Hab 5 Sterne, weil die Leute meinen Bizeps mögen. Ich trainiere nicht mal, also... Ich meine, ich liebe 5 Sterne, aber die habe ich nur, weil jeder glaubt, ich wäre dieses Mädel namens Mari. Ja, du siehst gar nicht wie sie aus. Das ist nicht Mari? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Wie ist meine Bewertung? Oh mein Gott. Was, Leute, was? Wir müssen los. Wie ist sie? Ist sie schlecht? Tut mir leid, ich kann mich nicht mit einem 1 Stern sehen lassen. 1 Stern? Leute, ihr müsst mir helfen. Ich will meine Wertung verbessern. Da gibt's einen Weg. Sagst du es mir oder was? Oh ja, du musst deinen Typen anrufen. Ich bin der weltrenommierte Drecksackaufräumer Max Maxson. Überall auf der Welt gibt es Drecksäcke und es ist mein Job, sie wegzuräumen. Dies ist Dirtbag Impossible. Du musst dieser rassistische Loser sein mit der 1-Stern-Yelp-Bewertung. Ich bin nicht rassistisch. Legen wir los, du Stück Scheiße. Ich hab meine Kekse im Ofen vergessen. Das erste Problem ist, all deine Bewerter sagen, dass du auf die ganze Klobrille pinkelst. Nein, tue ich nicht. Oder etwa doch? Täuschen Sie sich nicht. Dies ist tatsächlich Videomaterial, welches Anthony dabei zeigt, wie er über die ganze Toilette uriniert. Er hat sogar etwas über dem Wasserhahn, dem Seifenspender und verschiedenen Cremes verteilt. Er hat sogar etwas Pipi auf den Toilettenwärter gespritzt. Das ist nie passiert. Oh, komm schon. Sogar mein Hund kann aufs Töpfchen gehen und er ist ein kleiner... Naja, diese kleinen weißen Hunde mit dem kleinen... So oder so, du bist bloß voller Shih Tzu. So heißt die Rasse, die ich habe. Wie wär's, wenn wir das schneiden? Nein, nein, das wirkliche Problem scheint hier zu sein. Wie? Ich halte die Küche sauber, ich esse bloß gesundes Essen. Oder nicht? Täuschen Sie sich nicht. Dies ist tatsächlich Videomaterial, welches Anthony dabei zeigt, wie er aus dem Müll ist. Denken Sie an all die hungernden Kinder in Afrika, die diesen Müll hätten essen können. Was für ein verficktes P-Loch. Nochmal, das bin nicht mal ich. Wovon sprichst du eigentlich, du kleine dreckige Country-Music? Kannst du glauben, dass T-Swift dieses Musikgenre spielt? Ich meine, der Pop ist okay, aber ihre wahre Leidenschaft liegt... Nun, das größte Problem, das die Leute mit dir haben, ist, dass du unfreundlich zu Leuten auf der Straße bist. Nein, 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 nein. Ich helfe alte Damen über die Straße. Ich bin ein guter Kerl. Oder nicht? Okay, was auch immer, spiel ein blödes Fake-Material. Spielt den Clip. Täuschen Sie sich nicht. Dies ist tatsächlich Videomaterial, welches Anthony dabei zeigt, wie er eine alte Dame tötet. Ich werde dich vor das Auto schubsen, dann stirbst du. Wartet, spielt das doch mal ab. Jetzt Pause. Okay, zoomt jetzt in die Reflexion des Auges meines Charakters. Aufbessern. Das sind sie in der Reflexion! Nein, ist es nicht. Okay, spielt das Video nochmal, doch filtert dieses Mal all die Vordergrundgeräusche heraus. ich bin Max Maxson und ich werde Anthonys Leben mit diesem Fake-Video ruinieren, welches Anthony dabei zeigt, wie er eine alte Dame auf die Straße schubst. In Ordnung, fein, du hast mich ertappt. Warum tun sie sowas? Anthony, hör nicht auf diesen Typen. Ja, wir haben sein Yelp gecheckt und er ist ein 1-Stern. Ja, anscheinend pinkelt er aufs Zeug von anderen und isst vom Müll anderer. Und ich wäre auch damit davon gekommen, wenn ihr einmischenden Kinder nicht wärt. Wir sind keine Kinder. Ja, wir sind alt genug, Alkohol zu kaufen. Und rauchen Crack. Wisst ihr was? Ihr alle küsst doch einfach meinen großen britischen Arschsteroiden! Verrückte Erde. Alles voll mit Arschlöchern. Hey Leute, DragonDub hier. Wenn ihr euch das originale Video ansehen wollt, let's get to it, you piece of shit. I left my cookies in the oven. Dann klickt auf das linke Feld, klickt auf das rechte Feld und ihr gelangt zu weiteren Playlists und somit auch anderen Videos von mir. Wenn ihr wissen wollt, wer wen gesprochen hat, dann schaut in der Mitte in die Castliste. Was? Ihr habt noch nicht abonniert? Dann klickt einfach hier drauf. Los!